Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal und zum einem neuen Video. Hier zum Beispiel siehst du jetzt mein Holzmaterial, welches ich für meine neue Modellanlage anwenden werde. Ihr wisst, ich habe meine alte Anlage abgerissen und vorhatte, eine neue zu bauen. Hier siehst du jetzt den ersten Entwurf, also schon fest ist. Das ist die Grundebene. Alles, was man blau sieht, ist verdeckt, also sprich im Schattenbahnhof. Also hier oben entsteht der Schattenbahnhof, sechsgleisig, ne, 2, 4, 6. Und genauso hier auf der Steigung wird es auch nochmal jeweils in eine Richtung drei Abstellgleise geben. Die Züge werden darauf natürlich immer wechselnd, ja, der eine fährt weg und der nächste wird dann da abgestellt und vom Gleis 1 dann als nächster Zug dann sozusagen fahren, damit auch viel, ja, Zugwechsel stattfindet. So, hier dieses Gleis ist mein, der ist sehr speziell. Sage ich mal so, wenn es mal Erweiterung geben sollte, könnte man hier das Gleis weiter erweitern und dann irgendwo auf eine andere Anlage wieder hochfahren können oder steigen lassen. Ich werde diesen aber als mein Abstellgleis benutzen für einen Bauzug. Das werdet ihr dann auch mit der Zeit erleben. Ich habe mehrere vorhanden, also lasst euch überraschen. Ja, hier das Graue ist die Paradenstrecke. Ja, ab hier ist der Tunnel zu Ende und hier geht es irgendwie wieder in den Tunnel rein. Hier beginnt auch die Steigung auf die nächste Ebene. Und wie gesagt, hier gibt es nochmal eine Abstellmöglichkeit. So, das ist meine Ebene 1. Na, hier geht es nämlich weiter, das ist noch alles blau von der Grundebene. Wie gesagt, die Steigung. Und hier geht es wieder irgendwann raus aus dem Tunnel. Hier unten wird der Bahnhof, das sind die Bahnsteige, hier der größere Abstand, werden die Bahnsteige hingestellt. Genauso hier unten. Wie man sieht jetzt hier, das ist meine Paradenstrecke, wo die Züge einfach durchfahren. Und hier gibt es auch nochmal Möglichkeiten zum Abstellen. Hier kommt Lokschuppen, das ist ein Abstellgleis. Hier nochmal für zwei Loks zum Abstellen und hier wird eine Tankstelle später stattfinden. So, wie man unschwer erkennen kann, auf der Ebene geht es wieder zurück. Und der Zug kommt wieder schnell am Hauptbahnhof vorbei. Die ganze Anlage ist auf einem Hundeknochensystem gebaut. So, dann, ja, jetzt seht ihr die beiden, also sprich, das Grüne ist jetzt die Ebene 2. Hier beginnt die Steigung. Die geht dann ins Tunnel, kommt hier raus und hier wird auch noch mal einen kleinen Bahnhof geben. Diese zwei Abstellgleise würden hier der von der Personenzug benutzt. Ja, ich habe da ein paar Garnituren, also ja, werde ich euch dann auch im Laufe des Baus dann wahrscheinlich zeigen. Hier soll, je nachdem, ein kleiner Betriebshof stattfinden. Holzverladerampe oder sowas ähnliches, weiß ich noch nicht genau, was da passiert. Ja. So, auf dem einen Gleis geht es rauf und wieder hier zurück zum Bahnhof. So, das hier ist ein Radius 2b, sage ich mal. Da ich Radius 2 als kleinste Norm nehme und diese dann hier der 2b danach entsteht, genauso hier diese.
Kreis. Ob das jetzt hier so eine Schleife geben wird, weiß ich noch nicht. Ich denke mal, das wird hier gerade durchgezogen und dann so etwa das Ganze stattfinden oder gebaut. So, ja, wie gesagt, hier ist, was rot ist, alles Ebene 1. Ja? So, jetzt nochmal zu verdeutlichen. Die ganze Anlage ist dann, sage ich mal, 1,40 Meter in der Breite, sprich in diesem Weg, und 2,20 Meter in diesem Weg. Zum Schluss möchte ich euch noch ein paar Termine zeigen für die wichtigsten Messen.